Heute gibt's von mir ein Suit Supply Haul. Ja Leute, ich war bei Suit Supply einkaufen und es ist keine Kooperation oder so, sondern ich wollte einfach nur mal meine Garderobe ein bisschen aufpimpen und zwar in Richtung Gentleman-Style, Herren-Style. Und es gab auch gar keinen Anlass oder so, also ich musste irgendwie nicht auf eine Hochzeit oder ich habe auch keinen bestimmten Anlass, wozu ich jetzt einen Anzug tragen muss. Ich wollte einfach nur lediglich meine Garderobe aufpimpen und deshalb bin ich einfach mal in Suit Supply rein, habe geschaut, was die da so haben und mir ist aufgefallen, Suit Supply hat nicht nur Anzüge, sondern die haben auch so relativ viele Smart-Casual-Klamotten, also auch relativ viele Chinos oder auch Polo-Shirts, zum Beispiel das, was ich jetzt hier trage. Und in diesem Video wollte ich euch einfach mal zeigen, was ich mir so bei Suit Supply gegönnt habe. Kommen wir zum ersten Outfit. Das erste Outfit besteht aus einem Doppelreiher. Ich habe gedacht, okay, ich gönne mir mal was. Ich habe nämlich noch keinen Doppelreiher im Kleiderschrank und das ist natürlich ein bisschen was Außergewöhnliches jetzt für mich, dass ich halt auch einen Doppelreiher habe. Ein schönes Muster. Also ich finde das Muster gerade in Kombination mit der Hose ganz cool. Das ist eine leichte Baumwollhose, also eigentlich auch eine Chino für mich. Zumindest ist sie so geschnitten und so sieht sie eigentlich auch aus. Und die passt wirklich Bombe. Gerade der Bund, das auch so eine kleine Schlaufe noch mit dabei. Die macht die Chino einfach noch mal ein bisschen außergewöhnlicher. Und mit dem Einstecktuch und dem kleinen Rand am Einstecktuch, finde ich, ist es einfach eine coole Kombination. Da muss man auch noch nicht mal irgendwie auf einen Anlass. Ja, ist einfach eine schicke Kombination, die du auch gut zur Arbeit tragen kannst, mit weißen Sneakern. Also für mich auf jeden Fall ein sehr cooles Outfit. Der nächste Anzug ist ein Anzug, der wohl perfekt auf eine Sommerhochzeit passt, auch wenn bei mir jetzt keine Sommerhochzeit ansteht. Also dieser Anzug ist wirklich perfekt für eine Sommerhochzeit. Der Anzug hat eigentlich von der Farbe her, ist es so ein hellgrau-beige schon fast, mit einem Haarentrittmuster in Kombination mit dieser roten Paisley-Krawatte. Ja Leute, ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde die Kombination echt cool mit dieser roten Paisley-Krawatte und dem Einstecktuch, auch mit einem leichten roten Rand dran. Da findet sich das irgendwie so ein bisschen wieder und die Kombination sieht wirklich meiner Meinung nach richtig mega aus. Dazu ein Hemd mit Haifischkragen und anstatt jetzt hier in dieser Kombination weiße Sneaker zu tragen, trage ich an dieser Stelle Loafer. Die hatte ich eh noch im Kleiderschrank und die komplette Kombination ohne Scheiß, also das ist so ein spanischer Babo, würde ich sagen. Das dritte Outfit ist das Outfit, was ich jetzt hier aktuell trage und zwar ein hellblauer Anzug mit Fischgrätenmuster und dazu kombiniert ein Poloshirt. Ich trage jetzt hier gerade aktuell nicht das Jackett, aber auch in Kombination mit Jackett und Poloshirt sieht das wirklich richtig cool aus, lässig aus und nicht zu spießig. Das bedeutet für mich, dass ich diesen Anzug auch relativ oft im Alltag tragen werde, denn man kann den Anzug auch anstatt mit einem Poloshirt zum Beispiel auch mit einem weißen T-Shirt kombinieren. Dazu weiße Ledersneaker, rundet den Look nochmal, finde ich, sehr gut ab und wenn du Bock hast, kannst du diesen Look, also diesen Anzug auch super im Winter tragen. Weil vom Stoff her ist das so ein etwas dickerer Stoff und in Kombination mit einem Rollkragenpulli passt das auch optimal im Winter. Das letzte Outfit ist ein mittelblauer Anzug mit einem relativ dicken Stoff, auch mit einem schönen Webmuster, den man auch logischerweise, weil der Stoff halt ein bisschen dicker ist, auch gut im Winter kombinieren kann. Dazu trage ich ein hellblau-weiß gestreiftes Hemd, um einfach mal so ein bisschen Pep in diese ganze Geschichte reinzubringen und kombiniert dazu, ja, viele würden jetzt sagen, ey, das passt gar nicht, eine gepunktete Krawatte und dazu noch ein Einstecktuch mit blauem Rand. Und da ich jetzt eher der sportlichere Typ bin, habe ich das Ganze mit weißen Ledersneakern kombiniert. Du kannst natürlich auch, das ist ja ein gesamtes Outfit, ist ein Anzug. Du kannst es natürlich auch logischerweise mit braunen Lederschuhen kombinieren, dass es einfach ein bisschen schicker und eleganter aussieht. Das sind nochmal alle vier Looks im Überblick und ich muss sagen, ich bin mit den Looks auf jeden Fall super gut zufrieden. Was ich abschließend noch sagen kann, ist, dass ich mich bei Suit Supply super wohl gefühlt habe. Also ich wurde da mega gut beraten. Es war ein super entspanntes Einkaufserlebnis und das ist keine Kooperation oder so. Das sage ich einfach nur, um euch vielleicht ein Stück weit weiterzuhelfen, wenn ihr aktuell gerade auch Anzüge sucht oder etwas feinere Outfits sucht. Was ganz wichtig ist bei dieser ganzen Nummer, wenn ihr euch zum Beispiel Anzüge kauft, ist, dass ihr euch nicht verkleidet fühlt. Also das muss schon zu euch passen, zu eurem Look und zu eurem Stil passen. Und das haben die bei Suit Supply auch gut gemacht, denn ich habe gesagt, hey, ich bin eher der sportlich elegantere Typ. Ich möchte halt sportlich elegante Looks haben, die ich auch mal so im Alltag kombinieren kann. Und ich muss sagen, da habe ich wirklich eine richtig gute Auswahl getroffen, beziehungsweise mir wurde gut geholfen. Also ganz wichtig, wenn ihr euch Anzüge kauft oder wenn ihr etwas schickere Kleidung kauft und ihr vielleicht ein bisschen unsicher seid, holt euch auf jeden Fall Beratung. Definitiv. Weil damit steht und fällt nachher der Anzug und ist natürlich doof, wenn man
man sich einen neuen Anzug kauft und der dann anschließend gar nicht getragen wird, weil es irgendwie, ja, weil man sich da vielleicht nicht drin wohlfühlt oder weil er irgendwie nicht passt. Das ist natürlich überhaupt nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Also lasst euch auf jeden Fall beraten, fühlt euch nicht verkleidet, sondern ihr müsst den Anzug tragen. Hinterlasst doch gerne einen Kommentar und schreibt mal unten in die Kommentare rein, welcher Look euch am besten gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, kommen noch ein paar weitere Anzugvideos. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.